Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sims 4. Mein Name ist Peter D. und das ist doch der Name meines Sims. Ja. Ich war heute in der Arbeit und man sieht, mein Sim ist komplett angespannt. Also mein Sim war in der Arbeit und ist komplett angespannt, nicht ich war in der Arbeit. Jetzt müssen wir schauen, dass wir den natürlich wieder irgendwie glücklich stimmen da. Der ist wahrscheinlich komplett angepisst, ja, weil er keinen Spaß hat bei der Arbeit anscheinend. Also ist doch nicht der richtige Job, weil eigentlich sagt man immer, Arbeit soll Spaß machen. Ich finde es cool, dass meine Katze die Türe aufmachen kann. Einfach so. Was macht die Katze jetzt? Ja, komm. Geh mal umarmen. Und ich sehe, ich wurde befördert. Okay, ich verdiene dann 7 Dollar mehr pro Stunde. Meine Dienstzeiten sind Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Das heißt, mein Wochenende hat sich wieder verschoben von Samstag, also von Sonntag, Montag auf Samstag, Sonntag. Ist natürlich angenehm, wenn ich mehr Kohle verdiene und ja, einen besseren Job habe. Wie kriege ich das jetzt wieder weg? Nein, das wollte ich nicht drücken. Ach, so. Irrelevant. Wir sind schlecht drauf, obwohl wir glücklich sind. Okay. Ich würde mal sagen, wir werden ein bisschen Handy zocken, aber zuerst soll mal dahergehen und sitzen. Und ich habe schon wieder keine Ahnung, wo mein Sim ist. Ah, da draußen. So. Setz dich einmal hin, Sim. Schnapp dir dein Handy. Und du ein paar Spiele spielen. Jawohl. Und schon geht wieder alles nach oben. Wie schaut's aus mit unseren Bedürfnissen? Okay. Ich soll jetzt mal ein bisschen zocken. Dann wirst du wahrscheinlich sowas zum Essen machen. Oh, okay. Ja. Mach dir mal was zum Essen, Kumpel. Jetzt tu schon wieder Buch lesen. Ich meine, es ist cool, dass ich einen äußerst intellektuellen Sim habe, der was die ganze Zeit nur Bücher lesen will. Aber Kumpel, hast du nicht Hunger? Juppa. Wir stehen auf, wir gehen hin, wir stehen auf, wir gehen hin, wir setzen sich hin, stehen wieder auf und jetzt gehen wir endlich fernschauen, oder wie? Ja, sehr gut. So, danach wirst du bitte etwas essen, denn ich habe keinen Bock, dass du verhungerst. Und sobald es dir wieder besser geht und du was gegessen hast, darfst du dich auch wieder hinlegen, weil wir haben schon wieder 8:30 am Abend. Das ist ja ein Wahnsinn, wie die Zeit da in dem Spiel verrennt. Aber wir müssen schauen, dass mein Sim da ein bisschen glücklicher wird, weil wenn er wieder so angepisst zur Arbeit geht, dann ist er wieder angespannt, wenn er nach Hause kommt. Ich meine, es ist zwar wie im echten Leben, aber wir müssen es ja nicht unbedingt so tragisch haben. Spaß. Jeder braucht Spaß im Leben. Auch Sims. Setz dich vor den Fernseher, spiele Schach oder ein Videospiel. Okay. Schach wäre natürlich auch cool. Ich kann es gegen meine Katze spielen, wenn ich will. Hm, ja. Aber das Positive, was ich jetzt daran sehe momentan an dem Job, ist einfach, dass wir echt gut Kohle verdienen.
Was musst du jetzt auch pinkeln? Ja, die Blase. Dann geh doch nach dem Fernsehen oder geh jetzt doch einfach pinkeln, bitte. Du musst ja jetzt nicht da sitzen bleiben, bis die Sendung zu Ende ist. Schaut's aus mit den Bedürfnissen. Ja, der Spaß ist schon in dem grünen Bereich, das ist okay. Jetzt geh mal da pinkeln und danach mach dir was zum Essen. Bevor wir pennen gehen, es ist hier schon wieder 9:30. So spät essen ist ungesund. Hat man mir auf jeden Fall mal gesagt. So. Das ihm geht jetzt pinkeln, da müssen wir nicht unbedingt dabei zuschauen. Ich finde es cool, dass er ein Sitzpinkler ist. Meine Katze ist schon wieder abgehauen. So, Hände waschen fertig. Willst du nicht noch was essen? Es ist schon spät, ich weiß, aber... Egal. Penn dich einfach mal aus. Wir müssen eh bald wieder in die Arbeit. Wir haben noch 10 Stunden. Ich glaube, dass mein Dienst jetzt im neuen Job oder mit der Beförderung auch ein bisschen später anfängt, weil ich fange jetzt um 10 am Abend, um 10 am Abend, um 10 am Vormittag zum Arbeiten an. Wie lange arbeite ich? Bis 18 Uhr oder 19 Uhr? 19 Uhr ist das. Ja, okay. Eine Stunde länger, aber dafür fange ich später an. Das ist ganz okay. Okay, was holst du dir da? Was ist das Gutes? Ein Toast. Schinken-Käse-Sandwich. Ja. Würde ich jetzt in echt auch nicht Nein sagen dazu. Aber wir haben noch 4 Stunden Zeit zum Erfüllen unserer Aufgabe vom Zocken. Und zwar sind wir noch immer erst bei 2 von 5 Stunden. Wer läuft denn da über mein Grundstück? Ich habe es genau gesehen. Aha. Der komplett durchtrainierte. Ach, das wollte ich nicht. So will ich es. Genau. Jetzt sind wir glücklich. Das ist schön. So, jetzt kannst du das bitte wieder aufräumen da. Danach fangst du an, wieder Videospiele zu spielen. Auch wenn es nur am Handy ist, aber es ist besser als gar nichts. Wie schaut's denn aus mit dem Spaßfaktor? Der nimmt ab. Das ist nicht gut. Bist du schon wieder fertig mit Zocken? Was ist denn das für ein Spiel? Genau. Ich will, dass du jetzt die Leiste da voll machst, bitte. Das reicht mir noch nicht. Genau. Wir haben nämlich noch 3 Stunden Zeit, bis wir in die Arbeit müssen. Das heißt, wir schaffen es sicher, die Leiste jetzt hier voll zu kriegen. Das heißt, ich werde das einfach gleich noch einmal machen. Na komm. Aber jetzt schaffen wir es. Komm, komm. Yes! Das bedeutet, Patrick kann jetzt mit anderen Sims über Spielstrategien reden, okay? Ja, das. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das wirklich hilfreich ist, aber wir haben jetzt schon 3 von 5 Stunden Spielzeit. Das ist schon mal gut. Jetzt will er schon wieder lesen.
Ich würde mal sagen, du rufst zuerst mal den Speedy her. Weil mich macht das ein bisschen nervös, dass der Hund, oh, der Kater, andauernd unterwegs ist, nichts fressen tut. Und unsere Beziehung zu ihm auch noch nicht so ideal ist. Das kann man sicher noch etwas voller machen, die Leiste da. Ich stehe auf das mit der Katze. So, wie schaut's aus, Arbeit? Wie viel haben wir noch? 2 Stunden? Ja, da können wir noch ein bisschen spielen mit ihm, oder? Katze? Durch die Wand durch? Okay. Ja, Oh, durch die Wand durch. Gula. Das nenne ich natürlich cool, was auch immer mir das jetzt gebracht hat. Zufriedenheit von Patrick, 175. Okay, das ist cool. So, jetzt will der will schon wieder ein Buch lesen. Hey. Was ist denn da los? Er hat gesagt, wir machen ein Samstagram. Nein. Ja, das schaut gut aus. Okay. Und natürlich nochmal ein bisschen. Na, nein, Fernsehen. Okay, mach euch, mach euch, mach euch. Fernsehen ist cool. Denn unser Spaßlevel ist eh ein klein wenig zu niedrig. Und wenn wir fernschauen, kommt natürlich die Katze auch fernschauen. Ich finde das voll cool, dass die Katze auch Fernsehen will. Also das ist. Es verwundert mich. Ich meine, ich weiß, dass echte Katzen auch vom Fernseher manchmal sitzen, weil sie irgendwelche Geräusche hören oder irgendwas dergleichen und darauf einfach nur reagieren. Weil Bilder sehen werden sie ja wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die werden einfach nur. Okay, kommt wieder auf den Fernseher an. Bei so einem alten Röhrenfernseher sehen sie nichts wegen einem Zeilentrafo, weil das ja wirklich nacheinander aufgebaut wird, das Bild. Aber ich glaube, bei heutigen LCD-Fernsehern und so sehen sie vielleicht sogar was. Keine Ahnung. Ich glaube, darüber wurden Katzen noch nicht gefragt, ob sie wirklich was sehen im Fernsehen. Aber Kumpel, du musst jetzt dann bald zur Arbeit, gell? Wir müssen in 23 Minuten los. Wahrscheinlich nur mit 20. 19. Das rennt im Sekundentakt runter. Aber ich sehe, wir sind gut drauf, wir sind glücklich. Wir haben haarige Gefühle, spürbare Liebe und ziemlich lecker. Wie schaut es aus mit Spaß? Der ist jetzt auch schon ganz schön hoch, das ist cool. Das heißt, wir könnten eigentlich dann uns schon langsam einen Weg in die Arbeit machen. 1 Minute, okay. Und da sind wir auch schon am Weg. Perfekt. Ich sehe da auch andauernd immer andere Sims herumrennen. Ich werde früher oder später wieder mal Kontakt aufnehmen mit einem dieser Sims. Aber ich habe daraus gelernt, dass ich nicht immer unbedingt die erstbeste Person anquatschen sollte. Ich sage nur Saskia, die wütende Postbotin. Hier stinkt's. Oh mein Gott. Ein Kollege hockt schon seit 17 Stunden bei der Arbeit und hat 24 Energy Drinks getrunken. Oh mein Gott. Soll man sprühen oder soll man den Stinker ansprechen? Ich würde mal am Anfang nur dezent sprühen. Wenn es schlimmer wird, dann müssen wir ihn auf jeden Fall ansprechen. Okay, ich kenne auch noch keine Kollegen. Das macht nichts. Da sind wir zu Hause. Sehr cool. So. Was ist wieder dein Problem, Alter? Sag schon. Spaß und Hygiene. Ja, na dann, ab in die Dusche, komm. Was will uns. Ich finde, unser Kater ist voll cool, hä? Oder mein Kater. Der kommt mich jedes Mal begrüßen. Das, obwohl ich vor der Tür stehe und.
streicheln. Oh, Yibs. Ah, aha. Ah. Hey, Fiff. Die Saskia. Soll ich sie echt vorbeilassen? Vorbeilassen kommen? Ich weiß nicht. Ach Quatsch, ja. Komm. Geben wir der Dame noch eine Chance. Ich soll sie auch reinlassen. Stopp. Die kommt einfach rein, obwohl ich nicht zu Hause bin. Machen wir was Freundliches mit ihr. Fangen wir sie mal, wie ihre Arbeit war. Danach werden wir mal duschen gehen. Weil, wie gesagt, die Hygiene ist jetzt da nicht gerade unbedingt ideal. Da komme ich auch schon. Sehr cool. Ich betrete mein Haus nach meinen Gästen. Das ist immer cool. Yanavi. Chicks from Bluff? Sibafa. Khalifa Fippid. Oh, Shirsha Habery. Wambavoy Yambalala. Nisoda. Oh, Muchi Pichi. Febine Mackiner. Shabini Nobe. So, dann sollen die jetzt mal quatschen und sich ein bisschen besser kennenlernen. Hoffentlich ist die Alte dann wieder ein bisschen besser drauf. Duschen gehen müssen wir auf jeden Fall noch. Wir werden dann auch gleich die Schüssel wieder auffüllen. Und jetzt gehen wir dann endlich duschen. So. Alle im Blick, okay. Jetzt müssen wir den Kater wieder beruhigen. Mit dem quatscht die. Melanie! Ah, mit meiner Katze. Quamsi! Elvanza! Camus Band Trip. Chefflet. Balafoy. Vielleicht schaffe ich es ja tatsächlich. Sie zu überzeugen, dass Katzen cool sind. Sie quatschen mit einer Katze, ich singe unter der Dusche. Das ist ja schon eine Menge, die da los ist. So. Was macht sie jetzt? Alter, warum gehst du dauernd in meinen Müll? So, wir werden sie jetzt mal wieder bitten zu gehen. Und danach gehen wir schlafen. Haben wir eigentlich was gegessen? Ich glaube, wir haben nichts gegessen, oder? Nein. Aber wir brauchen nichts essen. Es reicht, wenn wir pennen gehen. Ich bin gespannt, wie wir aufwachen. Ob wir wieder irgendwelche Probleme in der Nacht haben. Irgendein Drama erleben, dass wir wieder angepisst sind oder irgendwas dergleichen. Oh ja, da ist schon was Rotes. Hunger. Natürlich. Ja, na dann mach dir doch was zum Essen. Nach dem Essen darfst du brav aufs Klo gehen.
Okay. Also, wie gesagt, Chefkoch sind wir keiner. Vielleicht wird das ja noch irgendwann. Da ist mein Kater unterm Tisch. So haben wir nicht gerettet. Okay, haben wir sich verstanden? Mietzekatze? Brauchst man nicht meine Möbel kaputt machen? Ich habe keine Kohle. Wobei, jetzt haben wir schon ein bisschen Geld. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was habe ich gesagt, brauche ich für einen Computer? 1400 oder irgendwie sowas? Hey, wenn du jetzt schon wieder den Müll umhaust. Nein, du bist nur neugierig. Okay, damit kann ich leben. Ja, danach können wir mit dem Laserpointer spielen, komm. Katze belehren. Mehrauswahl. Tierpflege. Freundlich. Leckerli geben. Oder auch nicht. So nicht. Pelfa! Wallachay! Okay. Ein ernstes Gespräch, das uns wieder ein bisschen näher zusammengebracht hat. Ibosa Schunig! Ah! Schaut's aus mit Hunger. Ja, isst nochmal dein Sandwich da fertig, Mann. Weil danach musst du eh wieder in die Arbeit gehen. Es ist schon wieder 8 Uhr in der Früh und wir haben nur mehr knapp 2 Stunden und ein bisschen mehr als 2 Stunden. Spaß ist auch noch nicht sehr hoch. Kann ich jetzt eigentlich sagen, dass du mit der Katze spielen sollst? Steve, Mirbanagush, Luanza, Tananiwa, Lamejo, Kaba, Elfris Yambara, Inar, Yabanobujing, would you? Kanazoi Sneev. So, wenn du nicht essen willst, dann räumst du es mindestens weg. Mein lieber Herr. Und bis wir zur Arbeit gehen, können wir jetzt wieder ein bisschen zocken. Das passt ihm jetzt schon wieder nicht. Wie kann ich dich beruhigen? Warum bist du jetzt schon wieder unruhig? Und ich kann dich nicht beruhigen! Lass dich beruhigen! Jetzt geht er schon wieder Buch lesen. Tu doch lieber Fernsehen, damit dein Spaß ein bisschen in die Höhe geht.
Comedy-Kanal. Was hilft besser, um den Spaß zu verbessern, um die Laune zu erhöhen, als irgendeinen Comedy-Kanal zu schauen? Er schaut aber nicht sehr amüsiert aus, also egal was da gerade läuft, es dürfte nicht lustig sein. Verspielt ist er jetzt, okay? Ja, dann pfeifen wir jetzt aufs Fernsehschauen und fangen natürlich an, Handy zum Spielen. Ich meine, im wirklichen Leben bin ich ein absoluter Feind von Handy-Games. Ich bin ein alter Consolero, es tut mir leid. Ich zocke einfach lieber Xbox, als dass ich am Handy herumtippe. Aber wenn es im Spiel nicht anders geht und wir uns noch keine gescheite Spielkonsole leisten können, beziehungsweise wir brauchen auch keine Spielkonsole, wenn wir so einen mickrigen Fernseher haben. Also müssen wir das alles momentan einfach am Handy machen. 3 von 5 Stunden. Kann ich jetzt noch mit dir ein bisschen spielen? Ja, komm. Zock mal ein bisschen meinen Laserpointer. Danach muss ich leider in die Arbeit gehen. Ja, bitte, Sonny. Mirinay. Nebo. Nebo. So. Aber es ist wieder 10:45. Kumpel, du musst in die Arbeit gehen. Und während der liebe Patrick, oder der liebe Pat, wie auch immer, unser Sim in die Arbeit geht, werde ich mich von euch wieder verabschieden. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, der Pat und seine Katze bauen nur Scheiße. Bis denn, ciao.